Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder nach der Sommerpause durchstarten und Carsten wieder für uns hier die Zeit gefunden hat. Und selbstverständlich freue ich mich, dass Sie heute Abend wirklich bei diesem schönen Wetter draußen hier live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also auch wenn Carsten da die eine oder andere Aktie vielleicht nachher bespricht, müssen Sie ja Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, ja? Sehr gut, dann bin ich durch mit meinem Intro. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich gebe rüber zu Carsten, wenn irgendwas ist. Ich bin wie immer im Hintergrund. So, sehr schön. Hören könnt ihr mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Auch ich muss erstmal mal hier meine ganzen Sachen sortieren, damit ich euch den Bildschirm auch anzeigen kann. Genau. Hast du es hoffentlich nicht verlernt? Das ist wirklich so. Also ich denke mal, das ist beim Trading auch nicht anders, wie auf Arbeit. Also früher, wenn ich im Urlaub war, ich habe 6 Wochen Urlaub gemacht bei mir und dann bin ich auf Arbeit gekommen und ich wusste die Telefonnummer nicht mehr vom Lagerdienst. Das war da, wo man immer sich anmelden musste, um Streife zu fahren, und das völlig ausgeblendet. Also ich kann im Urlaub wirklich extrem gut abschalten. Ja, ich mache da nichts. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt wieder anfangen und wieder in die Routine kommen. Und da freue ich mich ganz besonders. Jetzt wieder eine nette Ankündigung und ich freue mich auch, dass wir uns bei der World of Trading auf jeden Fall sehen werden. Ich bin da mit dem Markus Runau zusammen und natürlich auch mit vielen anderen, die wir kennen. Da werdet ihr uns treffen und dann können wir uns auch gerne dort austauschen. Ich bin am Freitag da an diesem Tag, wenn die Messe ist. So. Heute geht es darum, Kursgewinne durch Börsensektoranalyse, und ihr wisst, dass es ein schematischer Ansatz ist. Ich schaue mal kurz rein, wer alles dabei ist und dann bei diesem schönen Wetter wirklich mir da, sage ich mal, Gehör schenkt. Ich bedanke mich dafür. Ich sehe viele, die auch bei mir in der Perlentaucher-Gruppe drin sind. Ich sehe auch Kunden von mir. Ich freue mich, oder vielleicht sogar zukünftig Kunden. Wichtig ist mir nur eins, dass ihr heute wirklich wieder etwas mitnimmt, wieder ein bisschen ins Training kommt. Markttiming, Outperformer finden ist ein Thema, was viele beschäftigt. Es ist nicht ganz einfach und es funktioniert auch nicht 100% immer. Aber wenn man einen schematischen Ansatz hat und das immer wieder macht, steigt natürlich auch die Trefferquote, dass man die Aktien erwischt, die man auch haben möchte und wo gerade etwas gespielt wird. Ne? Also von daher gebe ich euch gerne dieses weiter. So, dann gehen wir mal weiter los. Den Risikohinweis hat Nelson schon gemacht. Ich weise noch auf den Interessenskonflikt hin, dass ich vielleicht die eine oder andere Aktie, den einen oder anderen ETF zeige. Und da kann es natürlich sein, dass ich den selbst habe oder bei mir, sage ich mal, nahe verstehende Personen dieses Instrument auch haben. Also immer gucken, Interessenskonflikt könnte dort bestehen. Wer bin ich? Ich bin Carsten Berger, ich bin 56 Jahre alt, bin vom Metier her, wer mich noch nicht kennt, eigentlich was ganz anderes. Ich bin nämlich Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf bei Berlin, bin gebürtiger Berliner und mit 17 habe ich schon angefangen, sage ich mal, mich für die Finanzwelt zu interessieren. Ich wollte schon immer etwas anders machen als die Bank, die mir dann damals 8% Zinsen angeboten hat. Das gab es nämlich damals noch, als ich angefangen habe. Da bewegen wir uns vielleicht wieder drauf hin. Wer weiß? Ich hoffe nicht. Und das ist im Endeffekt das, was mich heute immer noch begleitet hat, und zwar der Handel von Aktien, und zwar auf der End-of-Day-Basis, halt auf Tagesbasis, heißt ein bisschen entspannter und nicht im Intraday-Handeln. Nach fast 30 Jahren bei der Berliner Polizei, da habe ich zum Schluss, sage ich mal, eine Sondereinheit geleitet zur Bekämpfung der Jugendkriminalität und Jugendbanden in Berlin, coache ich heute, halte Vorträge, ja, und ihr seht mich hier. So, was lernst du hier in diesem Webinar? Wollen wir mal reinschauen, nämlich auf jeden Fall das systematische Vorgehen, das mag ich ganz besonders. Ich bin, glaube ich, ein sehr strukturierter Mensch. Ich brauche so eine Leitplanken an der Seite, die mir halt helfen, mich dort weiterzuentwickeln, schematisches Vorgehen zu machen und das einfach aufgrund der Informationsflut, die ihr auf einen Bereich von Trading auch einprasselt, sage ich mal, ein bisschen wegzunehmen und das geordnete System zu bringen.
Dann ist für mich immer wichtig, was machen die Märkte? Das muss man einfach wissen, damit man ungefähr vom Timing hinkommt und nicht einfach immer nur drauf springt. Dann ist wichtig, welche Branchen performen denn gerade und welche laufen gerade nicht. Das heißt, wenn ich halt reingehen möchte, dass ich halt mich auf die Branchen konzentriere, wo es gerade, sage ich mal, abgeht und wo es gerade die Performance losgeht oder beziehungsweise schon eine Weile läuft. Und wenn ich diese Branchen gefunden habe, dann bin ich natürlich auch gerne bereit, nach diesen Aktien zu screenen. Also ein systematischer Vorgang, den ihr genauso absolvieren könnt. Das ist nämlich auch kein Hexenwerk und das zeige ich euch heute. Wenn ich hier mal von Outperformance und Underperformance spreche, möchte ich hier noch ein, zwei Dinge dazu sagen. Als Vergleich ist es so, dass man eine Aktie vergleichen kann mit einer Benchmark. Das wäre zum Beispiel ein Index. Ja. Das kann man machen mit deutschen Aktien, das kann man machen mit amerikanischen Aktien. Man kann aber auch zum Beispiel eine Aktie mit einer Branche vergleichen. Ja, wie sind die ganzen Peer Groups, die auch dazugehören, zu den ganzen Aktien, zum Beispiel aus dem Bereich Automobil, welche entwickelt sich da gerade besser? Ja, die Ursachen sind vielfältig, aber die kann ich gar nicht und möchte ich gar nicht ergründen. Mich interessiert ja nur die Kursentwicklung. Es können ja auch gute Nachrichten sein, die bei Aktien zu Verkäufen führen und von daher interessiert mich wirklich nur die Kursentwicklung. Bedeutet, ich vergleiche zum Beispiel im Anfang alle Indizes miteinander mit dem Weltindex. Und damit ich halt mal weiß, im amerikanischen Bereich und im deutschen Bereich, welcher Index ist da besser, könnte man das, diese Grafik jetzt zum Beispiel so sehen, das ist völlig unabhängig davon, dass die grüne Grafik zum Beispiel der DAX wäre und die schwarze Linie wäre zum Beispiel der Weltindex. Und wenn man sich keine Arbeit machen möchte, dann würde man einfach den Weltindex kaufen und hätte dann die Performance, die quasi die schwarze Linie darstellt. Wenn man sich ein bisschen mehr Arbeit macht und guckt, dann sieht man aber, dass zum Beispiel der DAX in bestimmten Phasen, wie gesagt, das ist nicht der DAX, deswegen einfach nur als Beispiel, teilweise besser entwickelt in den Jahren von 2011 bis 2014, also hier links am Rand. Da würde es vielleicht mehr Sinn machen, im DAX investiert zu sein, als einfach im Weltindex. Und genauso gibt es immer Phasen, wo man sagen kann, ich muss den Markt vielleicht den DAX fernbleiben, weil er sich gar nicht so gut entwickelt, hier ab 2014 bis 2019, Ende 2019. So, dann wird es mal ein Teil besser, dann wieder schlechter und dann geht die Post ab zum Beispiel. Und diese Phasen gibt es immer wieder. Und dieses Prinzip kann man ausweiten. Das funktioniert genauso mit Aktien zum ETF, zu einer Branche, wie man das möchte. Also sich auf Dinge zu konzentrieren, wo gerade etwas passiert, macht durchaus Sinn. Man erwischt sie nicht immer, aber man hat dadurch schon mal allein ein strukturiertes Vorgehen. Und das ist schon mal ein wichtiger Impuls, den ich euch mitgeben möchte. Outperformance bedeutet in dem Sinne, wer erzielt eine höhere Rendite zum Vergleich der Benchmark und eine Underperformance wäre dann eine niedrigere Rendite als die Benchmark erzielt. Das sind die Phasen, die ich eben genannt habe, um die mal darzustellen. Dann habe ich mir gesagt, okay, wie kann ich das, sage ich mal, auch statistisch gesehen für mich mal auswerten? Und es gibt ja viele Philosophien und auch Studien dazu, dass sie sagen, ja, man müsste einfach nur den Gesamtmarkt handeln in ETF und dann ist gut. Das kann man auch machen über längere Zeit. Dinge einfach kaufen nach dem Cost-Average-Effekt zum Beispiel. Aber es gibt ja auch Phasen, wo ich einfach in einer Outperformance bin und da hat mich interessiert, wie lange bleiben verschiedene Instrumente, Aktien zum Beispiel, im Verhältnis zur Benchmark in diesem Outperformance-Stadium. Ja. Und dafür ist diese Grafik da, die mir im Endeffekt besagt, Anzahl der Tage hier unten auf der Waagerechten, wie lange hält diese Outperformance an? Nur die Outperformance, da zählt nicht wie viel oder sonst wie, sondern nur wie viele Tage so eine Outperformance anhält. Und wie viele Aktien durchschnittlich diese Tage letztendlich in dieser Outperformance verweilen. Das sind die, die hier oben sind. Und da sieht man, dass 70 Aktien 50 Tage innerhalb einer Outperformance bleiben. Bedeutet, wenn man hier weitergeht, dass es hier 75 Tage sind, 100 Tage, 125 und dann immer weniger.
Es gibt Aktien, die bleiben natürlich wesentlich mehr in so einem Stadium drin. Was ich mir aber dabei gedacht habe, ist, dass, okay, wenn so eine Phase anfängt, dann habe ich ja eine Chance auf einen gewissen Durchschnitt an Tagen, wo eine Aktie in der Outperformance bleibt. Und für mich wäre das schon mal ein Kriterium, mich auf diese Aktien zu konzentrieren, weil sie statistisch gesehen dann auch in einer gewissen Phase in dieser Phase bleiben. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wann ich dort einsteige, zum Beispiel. Und hier rechts seht ihr ja mal einen Chart. Und hier unten ist der Outperformance-Indikator. Und der Indikator vergleicht quasi dieses Instrument, was ihr da gerade seht, die Aktie, weiß ich gar nicht, was es ist, ist ein ETF, XLE von Energie, mit der Benchmark in dem Fall der S&P 500. Ja. Und diese Phasen der Outperformance wären dann hier zum Beispiel diese blauen Bereiche. Also wenn das blau ist, ist es eine Outperformance-Phase zum Benchmark. Und im grauen Bereich wäre das eine Underperformance. Bedeutet, wenn eine Underperformance vorliegt, werde ich keine trendfolgende Strategie handeln. Ja, eine Erkenntnis. Ist es eine Outperformance-Phase, ist sie blau, dann werde ich eine trendfolgende Strategie handeln. Ja, dann gibt es noch ein zweites Kriterium, aber darauf möchte ich gar nicht so eingehen. Das heißt, wenn die Phasen dunkel sind, sind wir in Korrekturphasen und aus der Korrektur handle ich gerne in die Long-Richtung. So einfach ist das mal. Wenn ich das jetzt mal so darstelle, dann sieht man ja genau die Bereiche. Und zwar, was ich gesagt habe, im hellblauen Bereich gibt es eine Outperformance. Gibt es eine Outperformance? Das mag nicht immer der schönste Chart sein. Es geht darum, dass einfach die Outperformance zur Benchmark dargestellt wird. Und man sieht, dass diese Phasen auch länger anhalten. Und dann habe ich das Ziel, in dieser Outperformance in Phasen der Korrektur in den Markt einzusteigen. Das ist auch immer das Gleiche. Ja, und da habe ich auch eine feste Strategie, die ich im Endeffekt hiermit abbilde. Das Gleiche geht auch für den umgekehrten Bereich. Ich möchte natürlich nicht, wenn das grau ist, der Indikator, dann haben wir eine Underperformance, dann verfolge ich keine, habe ich ja schon gesagt, trendlong folgende Strategie. Das verhindert ja zum Beispiel, dass ich mich auf so eine Märkte dann long, sage ich mal, raufstürze und jetzt sagen, Energieaktien in diesen Phasen handeln würde. Aber, und das ist mal ganz interessant, ich kann das Spiel natürlich auch umdrehen und kann genauso aus Korrekturen, also nach Kursanstieg in dem Bereich, mir Aktien heraussuchen und diese short handeln. Ja, mache ich in der Praxis nicht so. Ich mache es etwas anders. Ich nehme dann einfach, wenn ich merke, die Märkte sind nicht mehr long, dann hole ich mir Einzelaktien. Wenn sie jetzt die Märkte drehen und eher short werden, dann gehe ich eher darauf und bilde das mit gehebelten Short-ETFs kurzfristig ab. Ja, aber das kann man auch mit Aktien genauso machen. Teilweise mache ich das dann, wenn bestimmte Branchen extrem überverkauft sind, dann nochmal so eine Erholung, dann nochmal in die Short-Richtung zu handeln. Geht also genau in beiden Richtungen. Wichtig ist nur, dass man mitnimmt, wir handeln aus Korrekturphasen und immer long bei Outperformern, short bei Underperformern. Dabei hilft uns dieser Indikator, der quasi die Outperformance nochmal darstellt. So, und das Prinzip mit diesem Indikator kann man sagen, bedeutet, dass wir uns bei den Indizes immer auf die guten, in Anführungsstrichen, wenn man long handeln möchte, Outperformer-Indizes, in dem Fall vielleicht amerikanische und deutsche Indizes, sage ich mal, stürzt und da die Auswahl trifft und sagt, okay, der Gesamtmarkt, wenn alle Indizes im amerikanischen Markt auf der Long-Richtung sind, bedeutet das natürlich auch fürs Depotrisiko eine gewisse Auswirkung. Und zwar kann man dann sagen, okay, alles, der Gesamtmarkt ist long, vielleicht sogar der deutsche Markt, vielleicht auch die anderen Indizes, sage ich mal, anderen Länder, die damit vielleicht noch eine Rolle spielen, Japan oder Hongkong und so weiter, dass man sagt, das Gesamtumfeld ist long. Ich gehe mit 100% meines Risikos dort in den Markt long. Wenn das sich divergiert, Indizes teilweise meinetwegen nur der Nasdaq long wäre und alles andere wäre im Short-Bereich und Underperformer, dann würde ich da nicht mit 100% Risiko reingehen, sondern ich würde mein Risiko dann etwas reduzieren. Also ihr seht, was man daraus ableiten kann. Und natürlich spielt auch das Timing eine Rolle. Ich möchte natürlich wissen, ob ein Index in der Korrektur ist und ob ich mich dann hinsetze
und dann mir die Branchen anschaue und mir dann Aktien raussuche, die im Moment die Outperformer sind. Das gleiche gilt genauso wie der Branche. Ich schaue mir die Branchen an, wenn ich einen Index habe, ein Land habe, Amerika, dann schaue ich mir die Branchen an und sage mir, okay, welche Branche möchte ich denn jetzt long handeln? Dann suche ich mir die Branche raus und da spielt das Timing genauso eine Rolle. Und zwar versuchen wir immer aus der Korrektur herauszukommen. Ob die nun über die Zeit geht, also seitlich, oder über den Preis, das heißt in die Tiefe geht im Chart, das ist völlig dahingestellt und es gibt auch keine Statistik darüber, wo ich feststellen konnte, das ist jetzt in dem Fall besser oder das ist in dem Fall besser. Ja, also beide Korrekturformen über die Zeit oder über den Preis sind mal besser performant oder mal schlechter. Davon gibt es eigentlich auch, das kann ich nicht herauslesen und habe auch keine Glaskugel. Wichtig ist das Setup dafür. Wenn ich das habe, dann habe ich natürlich auch die Auswahl der Aktien aus dieser Branche raus und da handle ich genau das Gleiche. Also wenn man einmal das verstanden hat, macht man eigentlich immer das Gleiche, bloß einmal beim Index, einmal bei der Branche und einmal bei der Aktie. Ihr könnt übrigens ganz klar immer die Fragen, wenn ihr was habt, einfach reinschreiben. Ja, ich beantworte gerne die Fragen hier und bin auch sehr gerne mit euch hier unterwegs. Wenn euch die Frage erst im Nachgang einfällt oder ihr sowieso mir schreiben wollt, dann schreibt an cb@tradercoach.de. Besucht meine Homepages, die da sind. Also da unter anderem bin ich auch bei tradescanner.de, den ihr heute auch sehen werdet. Also seid da nicht so scheu. So, jetzt gehen wir mal rein in die Märkte. Und es gibt zwei Analyseformen. Zum einen kann ich mir ja alle Charts angucken. Das ist recht zeitaufwendig. Wir haben mir dann zusammen mit dem Markus Runor zusammen überlegt, wie kann ich recht schnell mir einen Überblick über die Märkte verschaffen, ohne mir immer 10, 15, 20 Charts oder so angucken zu müssen. Und da sind wir bei tradescanner.com oder tradescanner.de. Zweimal ein S bitte schreiben. Kann man hier auch umstellen auf Deutsch, dann hat man hier auch eine deutsche Seite. Dann meldet man sich dort an. Also ihr müsst euch registrieren. Ich schicke euch den Link hin, dann passiert nichts. Ihr könnt euch einfach so registrieren, das 2 Wochen kostenlos testen. Ihr müsst auch nichts kündigen, ihr müsst auch keine Kontonummer angeben. Das Einzige, was wir der Fairness halber bitten, ist, jetzt keine Fake-Namen hier reinzuschreiben. Wir geben keine Daten an irgendwelche Broker oder so weiter. Die bleiben bei uns und sind da auch sicher verwahrt. So. Dann habe ich jetzt gerade, um die Marktphase zu bestimmen, das Marktmodell. Ja, das ist die tolle Grafik und der wird wieder sagen, oh, was ist denn das? Ja, okay, ich habe es in Mathe auch nicht so gerne gesehen, diese Diagramme und so weiter. Das soll eigentlich nur eins bewirken und zwar relativ einfach. Alles, was rechts oben sich befindet im Quadrat, ist eher auf dem Long-Bereich. Alles, was links unten sich befindet, ist eher im Short-Bereich. Alles, was in der Tabelle auf der rechten Seite oben steht, ist ein Outperformer. Alles, was unten steht, performt schlechter als der oben. In dem Fall wäre der Hang Seng ein Underperformer. Ihr seht, wenn man hier drüber hovert mit der Maus, dann geht hier so ein Kreis auf und der entsprechende Index ist hier auch in bestimmten Positionen gemarkert. Was das im Endeffekt bedeutet, wenn ein Outperformer ist, dann ist die Kugel hier im Endeffekt weiter rechts. Je weiter rechts sie ist, desto eher Outperformer ist die Kugel, ist der Index. Ist der Index weiter auf der linken Achse, dann sind sie eher Underperformer. Die senkrechte Achse ist im Endeffekt dafür da, um das Timing ein bisschen zu berücksichtigen. Denn ihr seht ja, wir haben hier bestimmte Strategien abgebildet. Hier ist Trend Long zum Beispiel im blauen Quadrat. Cash Secured Puts ist eine Optionsstrategie im hellgrünen. Das überlagert sich auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Und eine neutrale Strategie, die Strangle, die Optionshändler kennen sich damit bestens aus. Ist hier abgebildet und genau das gleiche ist im Short-Bereich. Wir haben einen Trend Short, wenn eine Kugel hier im blauen Feld wäre. Bedeutet, ich kann mir durch die Position der Kugeln relativ schnell ein Bild verschaffen, wo sich befindet sich ein Outperformer, Position auf der waagerechten, da, Nasdaq, und ist der im Trend Long-Bereich vom Timing her, sagen wir mal, annähernd im Kaufbereich.
Die Kugeln können sich ja auch verändern von der Position. Bedeutet, so eine Kugel wie Nasdaq könnte auch hier oben drin sein, im roten Bereich, im Countertrend-Bereich. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich handle gegen den Trend, deswegen heißt es Counter, also gegen den Trend. Short mache ich nicht so gerne, aber eine wichtige Information gibt mir das natürlich weiter, dass ich, wenn so ein Markt wie Nasdaq hier oben drin ist, jetzt nicht noch aufspringen muss und jetzt noch eine Trend-Long-Strategie handeln möchte. Ja, ist auch manchmal gar nicht möglich, weil der Markt sich gar nicht in der Korrektur befindet. Wer aufgepasst hat, weiß, dass ich ja Aktien aus der Korrektur handle. Ja, deswegen kann man das relativ schnell sehen. Und was ich auch sehen kann, wo befinden sich denn allgemein die Märkte? Und zwar sind die Märkte, die hier rechts drin sind, auch quasi hier in der Matrix drin. Ich sehe, dass der S&P sich im Long-Bereich befindet, also eher rechts oben, dass der deutsche Markt aber weiter eher auf der linken Seite ist, so neutral bis short. Bedeutet, das gesamte Marktumfeld jetzt einfach irgendwo reinzugehen in die Märkte, macht keinen Sinn. Das heißt, selektives Handeln ist hier absolut angesagt. Sind alle Kugeln auf der rechten Seite, dann kann ich sagen, okay, alles Kapital strömt dort hier rein. Jetzt geht dieses Kapital eher selektiv aus dem deutschen Markt heraus. Und in den amerikanischen Markt ist es reingegangen. Wir sind gerade in der Korrektur zum Beispiel. Kann mir die Position der Kugeln auch retrograd, also heißt rückwärts gerichtet, einfach mal anschauen, indem ich hier raufklicke und die Pfeiltaste nach rechts drücke auf der Tastatur, dann sehe ich, wie die wandern. Und was seht ihr auch? Aha, eine Kugel ist zum Beispiel hier drin, das ist der Nikkei, der war zum Beispiel extrem überkauft, sagen wir mal. Und wenn ihr in der Phase jetzt japanische Aktien, handle ich selbst nicht, ich handle nur deutsche und amerikanische, da gekauft hättet, dann wärt ihr ja in den nächsten 4 Tagen, ist der Nikkei, wo ist er hin? Da ist er rausgefallen von der Statistik im Tag. Ist er wieder drin? Nee, der Nikkei ist da nicht drin. Ich weiß nicht, warum er nicht angezeigt wird. Okay. Ein kleiner Bug. Okay. Aber generell bedeutet das, wenn eine Kugel da oben ist, zum Beispiel hier, da haben wir zum Beispiel den S&P 500 und zwar vor 8 Handelstagen, also nicht Wochentagen, sondern Handelstagen, Montag bis Freitag, hier oben im überkauften Bereich und den DAX ebenfalls. Das heißt, da jetzt eingestiegen zu sein, wäre jetzt nicht so schlau. Das heißt, das System beschützt mich und sagt, okay, ich muss jetzt nicht alle Trades, sage ich mal, auf 100% Risiko schalten oder ich bin vielleicht noch konsequenter und sage, naja, ich lasse die Finger davon. Oder ich bin im Markt drin schon mit Positionen und sage, okay, wir haben vielleicht jetzt eine Position erreicht, wo ich den Stop vielleicht nachziehe bei den bestehenden Positionen oder wo ich bestehende Positionen halt mit Teilverkäufen vom Risiko her reduziere. Denn in den nächsten 8 Tagen, wenn man wieder nach vorne geht, sieht man ja, wie der DAX dann abbaut. Und die Kugel steht schon dort. Das heißt, wir haben schon relativ Verlust hingelegt und sinkt dann halt, sage ich mal, wieder, geht wieder nach oben und relativ seitwärts und findet sich dann eher auf der unteren Schiene wieder. Bedeutet, das Timing ist schon entscheidend und was noch entscheidender ist, ist die entsprechende Strategie, die dahinter steckt. Ja, darüber Gedanken machen. Und wenn man das, sage ich mal, gefressen hat, wie das funktioniert, wo ich reingehe in den Markt und wo ich einfach die Finger dann von lasse. Das kann ich sehr gut im Chart zeigen. So, meine Orientierung mache ich hierüber. Dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt heute mal den Markt nehme, aktuell, habe ich hier Nasdaq vielleicht interessant. Je tiefer diese Kugel ist, vielleicht unter dieser grünen Linie, desto eher ist die Korrektur aus. Gedünnt, also ich meine, ausgedient, sage ich mal, die Korrektur. Je höher, desto risikoreicher ist es noch. Ist ja klar. So, wenn wir jetzt aber uns mal auf den amerikanischen Markt einigen, weil die ja da oben stehen, dann habe ich auch verschiedene Farben. Und die Farben präsentieren im Endeffekt die Volatilität. Grün bedeutet eine niedrige Volatilität, noch relativ niedrige, im Verhältnis, sage ich mal, zu den vorherigen Volatilitäten, das heißt Schwankungsbreiten. Ist sie orange, ist sie neutral, grün ist noch positiv. Wenn sie rot werden, ist es ein Umfeld,
was dafür sorgt, dass der Markt in meinem Umfeld ist, wo der eher fallende Kurse, sage ich mal, sich beheimatet fühlen. Ja. Also, unser Schluss war, Nasdaq, amerikanischer Markt ist okay. Jetzt schaue ich mir jetzt zum Beispiel an die Sektoren, dann mache ich das Gleiche. Und dann sehe ich mal, aha, welche Sektoren sind denn hier wirklich gut gelaufen? Das ist der Energiesektor, der steht oben, ist aber auch schon recht heiß gelaufen. Technologie, ja, das bildet ja auch die Nasdaq im Endeffekt ab. Und dann haben wir hier noch Kommunikation, ja, da ist immer noch Consumer und Kommunikation, Financial. Die liegen auf einer Ebene und dann haben wir, sage ich mal, auch Sektoren, wo man jetzt so gar nicht zu Hause war im Long-Bereich. Guckt mal hier ganz unten, da sitzt Utilities. Also wer in der Branche unterwegs war, der hat, wenn er nicht vielleicht noch selektiv da die beste Aktie ausgewählt hat, wahrscheinlich relativ viel Verlust eingefahren, sodass die jetzt ja im Countertrend Long-Bereich stehen, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich versuche jetzt da einen Countertrend Long-Trade zu machen. Aber generell sind der amerikanische Markt ja Trend Long, deswegen würde ich keinen Countertrend in dem Sinne jetzt fahren auf der Short-Ebene hier oben, sondern ich würde eine trendfolgende Strategie in dem Technologie-Index fahren und diesen Aktien. Ja. Eventuell eine überverkaufte Aktie aus dem Bereich an mir anschauen. Da kann ich aber nur die stärksten nehmen und diese Strategie bedarf wirklich einer, ja, fortgeschrittenen Erfahrung, sage ich mal so. So, wenn ich jetzt mir sage, okay, ich möchte mir Technologieaktien anschauen, dann klicke ich da drauf, dann kriege ich hier verschiedene Strategien. Mit dem Markus Huhner zusammen habe ich da so ein Paket zusammen, Turning Point oder meine Perlentaucher Trend Long Strategie. Und hier sind dann auch noch Strategien aus dem Bereich der Optionen denkbar. Wenn ich da draufklicke, komme ich zum Screener und der sucht mir nach dem Schema Outperformance die Aktien raus. Das sind gar nicht so viel, die ein Signal heute bilden. Das ist im Endeffekt Technologie, ist nur eine Aktie. Die hat jetzt, sage ich mal, eine mittlere Marktkapitalisierung, sitzt am Rang 87. Das bedeutet, sie hat im Technologiesektor 87% der Aktien hinter sich, die performen schlechter als sie zur Benchmark. Ist schon mal gut. Na, deswegen bin ich jetzt nicht völlig irgendwo verloren. Jetzt muss ich mir natürlich den Chart angucken, da klicke ich drauf und dann sehe ich im Tageschart, das ist hier der Tageschart, die angezeigten Signale auch retrograd. Also das sind die Signale, wie sie kamen, nicht alle sind ein Treffer, manche werden noch gar nicht ausgeführt, weil wir kaufen immer über dem Hoch, aber manche liefen auch ganz gut. Also von daher haben wir einen Trade in dem Bereich, wo ich dann weiß, okay, wo muss ich einsteigen, wo muss ich aussteigen. Und es ist nicht einfach Klick und Drop, sondern man muss Dinge verstehen, die im Chart passieren und die passieren immer wieder. Und die möchte ich euch jetzt auch einfach mal zeigen. Also das wäre jetzt einfach ein relativ schnelles Vorgehen, ja, strukturiert. Jetzt schalten wir mal den Chart zurück. Und das ist hier der Arjuna Trader, den benutze ich immer noch. Das ist die Referenzplattform. Ja, das andere, was ich gezeigt habe, ist der Trade Scanner. Der läuft im Browser. Da braucht ihr keinen hochwertigen Rechner und so weiter. Dann die Berechnung findet ja auf dem Server bei uns statt. Und man kriegt dann halt einfach das Ergebnis geliefert. So, wenn ich mir jetzt die anschaue, die Branchen, um die festzulegen, die gerade gelaufen sind. Dann habe ich die mir hier mal sortiert. Ich kann das hier nochmal zeigen. Von hohen Werten nach tiefen Werten. Und dann weiß ich, dass der Ölwert schon seit geraumer Zeit, in dem Fall Brent-Öl nehme ich mal, gut gelaufen ist. Also Ölaktien wären jetzt so nicht verkehrt gewesen. So, wann kann ich das erkennen? Und da spielt dieser Indikator, der Outperformance-Indikator, eine wichtige Rolle. Und zwar habe ich euch ja vorhin erklärt, dass bei, wenn er grau ist, ich da die Finger von weglasse, oder long zu handeln. Wenn sie blau sind, wird es interessant. Und ich muss natürlich noch mein Wissen damit reinbringen und zu sagen, okay, wann wird es denn super interessant? Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn es blau ist, befinden wir uns im Outperformance-Bereich. Ja, ab hier wird es interessant. So. Auf was achte ich? Das sind einmal Widerstand und Unterstützung. Das sind hier diese grünen Linien und die roten Linien. Das sind Widerstand und Unterstützung. Ja. Bis dahin kann ein Markt laufen. Ihr seht es ja und dann auch wieder zurücklaufen. So.
Also wo befinde ich mich, muss ich mich immer fragen. Wo befinde ich mich im Markt gerade? So, aktuell, um das hier zu sehen, das ist ja heute der Tag, der heute noch läuft, also die Kerze. Wo befinde ich mich da? Das seht ihr sofort. Wir befinden uns über einem Widerstand. Das heißt, wir haben einen Ausbruch gehabt. Ja? So, hier, das ist ja der Widerstandsbereich und hier waren noch mehrere Widerstände. Da sind wir drüber ausgebrochen. Ich handle keine Ausbrüche. So, muss ich jetzt long gehen in Ölaktien? Kann ich machen. Und da gibt es wieder mehrere Herangehensweisen. Der eine hält es nicht aus. Ja, wenn er jetzt unbedingt sagt, naja, das kann ja noch bis hier hochgehen. Ich möchte einfach nur dieses Denken schulen. Bis zum nächsten Widerstandsbereich, sieht man ja auch hier. Kein Hexenwerk, ihr braucht nicht die roten Linien. Ihr seht ja auch den Kurs hier. Hier ist er einmal gescheitert, hier ist er zweimal gescheitert, da noch ein drittes Mal, dann ist er hier unten wieder hochgegangen. Also der Bereich hier, diese Preisregion scheint ein Widerstand zu sein. Ja, und auch da unten schon in dem Bereich. Das heißt, die Entwicklung könnte bis da oben hingehen. Muss aber nicht. Ich weiß es auch nicht. Es gibt keinen Indikator, der mir vorher sagt, wohin der Kurs läuft. Es gibt nur Algorithmen, die sagen, wohin die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich geht. Man kann das berechnen aufgrund bestimmter Performance, die es vorher gab. Aber wenn ich hier einen Long Trade in einer Ölaktie mir raussuche, dann muss ich wissen, dass das vielleicht in 2, 3, 4, 5 Tagen vorbei ist. Das heißt, hier habe ich ein höheres Risiko, weil es läuft ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage long. Ja, wenn wir ab hier long gehen, hier unten, dann sind es schon 12 Tage long, kann man sagen. Und das Risiko, dass es eine Korrektur gibt, die jetzt über den Preis geht und nicht seitlich, ja, Preis heißt vielleicht tiefer, bis zu diesem Ausbruch hier, die steigt ja mit den Tagen hier an. Bedeutet für mich Folgendes. Ich, wenn ich einen Trade Long mache, würde meine Positionsgröße für so eine Ölaktie reduzieren. Sprich, wenn ich vorher 5.000 Euro in eine Ölaktie stecken würde, um dort Long zu handeln, würde ich jetzt vielleicht nur 1.500 Euro nehmen oder Dollar nehmen. Ja? Das ist intelligentes Handeln. Weil ich mal sage, okay, wo würde ich denn jetzt 5.000 nehmen? Ja, 5.000 würde ich nehmen, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich in einer Korrektur bin. Ich bin hier in einer Korrektur und wo der Markt eine Kerze mir hinzaubert, sage ich mal, die recht stark ist, also eine Powerkerze. Das ist hier. In dem Fall hätte ich 5.000 für eine Ölaktie investiert und wäre wahrscheinlich, das muss auch nicht für alle Aktien zählen, wenn ich eine starke Ölaktie habe, kann es sein, dass die trotzdem nicht unter den Stop fällt. Die Branche Öl oder der, sag ich mal, der Rohstofföl ist in dem Fall Schweröl, dort tiefer gegangen. Wäre ich also, wenn das im Chart in der Aktie so wäre, wahrscheinlich ausgestoppt worden. Trotzdem muss ich das wieder sehen, wie es im Endeffekt gelaufen ist und müsste dann hier wieder bei einer starken Umkehr hier nach Ölaktien suchen und dann habe ich ja hier viele andere Voraussetzungen als da oben. Ja. Aktuell fürs Öl würde ich für Ölaktien erst long gehen, wenn das Ding wieder hier reinläuft und hier eine starke Kerze ausbildet. Also wie so ein Rebound. Da muss ich jetzt einfach warten. So, das wäre das Szenario, wo ich bei Öl, dann ist man in einem Outperformer-Markt unterwegs. Die rote Linie zeigt mir zum Beispiel an, das ist jetzt relativ teuer, da muss ich jetzt nicht rein. Geht die rote Linie runter oder wird es ein blauer Bereich, dann bin ich im Korrekturbereich, dann kann ich wieder mir Einstiege suchen. Relativ einfach, ja, wenn man das versteht. So, was haben wir noch? Energie. Haben wir ja im Marktmodell gesehen, Energie war auch ziemlich teuer, ziemlich weit oben. Ja, wir sehen es hier, das war das Signal von gestern. Und das Marktmodell zeigt an, ja, du bist recht teuer. Schützt mich also hier vom Einstieg. Zeigt doch die Kerze. Ja, auch diese Umkehrkerze bedeutet nichts anderes, als dass man doch lieber etwas vorsichtiger ist. Ja, jetzt nicht long reinhüpfen. So. Bedeutet, was macht ihr im Energiebereich? Warten. Ja, wo kann der Kurs hingehen? Wo kann es zu Kursreaktionen kommen? Und ihr wisst, die Dinge, auf die ich achte, sind einermaßen die Kerzen, also starke Kerzen oder schwache Kerzen, Umkehrkerze in dem Fall, so wie hier, Powerkerze,
sowas wie hier, wo der Schlusskurs nah am Tief ist, Powerkerze long, wo der Schlusskurs so wie hier nah am Hoch ist. Das ist keine Powerkerze, das ist keine Powerkerze, das ist keine Powerkerze, das ist die Kerze, auf die ich achte. Ja, es könnte auch hier so eine Umkehrkerze sein, aber auch da ist der Schlusskurs nah am Hoch. Das ist das Einzige, auf was ich achte. Ja, und das in einer Korrektur. So, wo läuft dann die Sache hin, die Korrektur auf eine Unterstützung? Ja, also hier wird es interessant. Aha, okay, da ist der Kurs schon mal abgeprallt. Darauf achte ich. Unterstützung, Kerzenformation. Also nur die eine Kerze, Powerkerze, Umkehrkerze. So, das andere, was ich achte, ist, das wisst ihr auch, sind Gaps, also Kurslücken. Ja, und zwar haben wir hier eine Kurslücke. Man sieht hier zwischen den beiden Kursen eine Kurslücke. Ich hoffe, ich kann euch was mitgeben, damit er wieder reinkommt. So, und hier haben wir einen Ausbruch. Ja, super. Jetzt ist es interessant, wo kommt der Kurs vielleicht wieder zurück und könnte eine Unterstützung bilden? Das passiert oft an den Oberkanten einer Kurslücke, also hier, oder an den Unterkanten, ja, noch im Bereich. So. Und das heißt, ich warte, bis der Markt hier zurückkommt und sich dann hoffentlich in Form einer Powerkerze zeigt, und zwar entweder in dem Gap oder oben oder unten an der Kante. Ja, das weiß ich auch nicht wo. Perfekt. So, also Gaps. Und natürlich wisst ihr, was mega interessant ist, das Volumen. Und das Volumen, das ist ein bisschen rickliger, aber es ist hier unten das, was hier jeder auch im Chart hat, das Tagesvolumen. Das ist ja interessant, wo das hohe Volumen stattfindet. In dem Fall haben wir ja einen erhöhten Anstieg hier im Verhältnis untereinander und auch im Durchschnitt, was ungefähr hier liegt, liegen wir ja da drüber. So, und wo, welche Kerze im Chart hat denn ein erhöhtes Volumen? Diese Umkehrkerze bedeutet, dieser Hochpunkt ist lokal, weil wir ja heute tiefer sind. Ja, richtig sagen kann man das erst, wenn der Tag zu Ende ist, nach 22 Uhr. Dann kann ich sagen, nee, der Markt ist doch nochmal gestiegen. Aber im Moment, wenn das so bleiben würde, wäre der Hochpunkt ja tiefer als der. Das heißt, am Hochpunkt haben wir ein erhöhtes Volumen. Das bedeutet für mich, da könnte es in der nächsten Zeit, wenn der Markt jetzt hier wieder hochkommt, dort wieder zu Problemen kommen und wir vielleicht wieder abdrehen. Warum? Weil dort eventuell noch Positionen liegen, die einer noch nicht losgeworden ist, weil sie zu schnell gefallen sind vielleicht. Ja? Oder vielleicht jemand noch drauf springt und sagt, oh, das ist mir zu heikel, dann könnt ihr wieder rumdrehen. So. Einfach das zu wissen. Ja? Und wenn ich hier unten hinschaue, wäre es cool oder sehr schön, aber Markt ist ja nicht immer kein Wunschkonzert, wenn es hier unten irgendwo in dem Bereich ein erhöhtes Volumen positiv gibt. Ja, da sehe ich das hier. So richtig viel Volumen habe ich nur an dieser Kerze, also übertrieben ist, richtig viel ist da hinten. Ja. Aber bei den Futures ist es nicht ganz so extrem wie bei Aktien. Bei Aktien ist es ein bisschen anders. Wenn ich mir das hier anschaue, das erhöhte Volumen hat an diesem kleinen Mini-Gap stattgefunden. Ja. Das heißt, ich habe hier unten eine ziemlich sichere Unterstützungszone. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn der Markt jetzt da durchbrechen sollte und sich jetzt hier unten wieder findet, wäre das für mich auch ein Bereich, wo ich hingucken könnte, wie verhält er sich denn dann, wenn er auf diesen Unterstützungsbereich kommt. Das heißt, immer gucken, wo sind die Zonen, wo kann was passieren. Und wenn das irgendwo im Nirvana stattfindet, dann nehme ich das nicht. Ich nehme es nur, wenn es an Unterstützung und Widerständen irgendetwas passiert, wenn das möglich optimalerweise an einem Gap-Bereich passiert, dann gibt es mir das noch eine Indikation dafür, wenn die Kerze eine Umkehr- und eine Powerkerze ist. Und wenn das Volumen mir noch eine Rolle dazu spielt, dann ist das natürlich super. Aber die vier, fünf Kriterien sind halt einfach wichtig, um zu wissen, wo befinde ich mich. Und spielt halt eine ganz große Rolle. Und das, dieses Wissen könnt ihr auf alle Charts anwenden, egal ob es jetzt Währungen sind oder die ich selber nicht handle, Aktien oder ETFs und so weiter. Ja. Das heißt, wenn ich hier drin bin, weiß ich doch, ich bin im Technologiesektor, der war recht long, das ist okay, aber der ist schon, ihr wisst noch, im Marktmodell war die Kugel ja, noch ziemlich weit oben, er ist noch nicht so recht korrigiert. Würde ich jetzt hier oben nach so einer Kerze, ist das eine Powerkerze? Nein, ist es nicht. Warum? Weil der Kurs, der Schlusskurs, also hier dieser breite Balken nicht da oben ist,
so eine volle Kerze halt. Das ist eher ein Powerbar. Das ist ein Powerbar. Das würde ich als Umkehrkerze bezeichnen. Das ist ein Powerbar und so weiter und so fort. Da werde ich tätig und nach einer Korrektur. Bedeutet hier für den Technologiebereich, sprich für den Nasdaq, würde ich jetzt erstmal auf den Rückgang warten. Wann diese Kerze kommt, das entscheidet der Markt, nicht ich. Wenn ich das kausal miteinander verbinde, dann gucke ich mal hinein, dann sehe ich doch hier ein extrem hohes Volumen an so einer Kerze. Ja, und dann war das so ein Tief. Und guckt mal, wo das der Markt reagiert. Der reagiert oft dort, wo es extrem hohe Volumina gab. Der Markt reagiert wieder dort. Wenn ich jetzt also in einer Long-Position bin, wenn ich hier aus einer Korrektur vielleicht hier eingestiegen bin bei diesem kleinen Umkehrstab und der Markt läuft super an, dann bin ich super happy, dann läuft er nochmal, dann bin ich auch happy. Meine Aktien werden exorbitant wahrscheinlich besser gestiegen sein und kommen dann an diesen Bereich hinein und schauen nach links, dann ist es hier nicht abwegig, dass der Markt dort irgendwie reagiert. In welcher Form weiß ich nicht. Ja, ich muss für mich einfach festlegen, wie ich dann reagiere. Was mache ich denn? Bleibt jetzt einfach drin sitzen und sagt, na ja, ich handle hier den großen Trend und sonst wie. Ich mag es eher, die Bewegung zu handeln, die zielorientiert sind. Habt ihr auch bei dem Trade Scanner gesehen, wo wir einen Target-Bereich vorgegeben haben. Und dementsprechend dann auch einen CAV-Bereich zum Beispiel auch. Das ist wichtig. Ich muss wissen, wo steige ich ein und wo gehe ich wieder raus. Das heißt, hier wird ungefähr das Target liegen, wo ich eine Teilposition rausschmeiße. Ja, also bei dem Tag noch nicht. Bei dem würde ich wahrscheinlich wenigstens den Stop nachziehen für die Restposition, weil da mit einer Reaktion zu rechnen ist. Dann bin ich ja halt draußen. Wann wird es wieder interessant im Technologiebereich, wenn die Korrektur beendet ist? Ich weiß es nicht, deshalb kaufe ich nie in so eine Kerze, in so eine rote Kerze, Tageskerze rein oder setze mich dann ran und sage, oh, jetzt ist die Korrektur beendet, nur weil es doch hastig jetzt negativ ist oder positiv, kann ich nicht sagen. Deshalb muss ich mich an die Fakten halten und die Fakten sind nun mal, dass positive Kerzen an einer sinnvollen Situation Gaps, Unterstützung, Widerstand und Volumen stattgefunden haben, ja. Und natürlich bietet auch der 20er Durchschnitt eine gewisse Anziehungskraft. Ist der Markt da drüber? Ist es eher positiv? Ist der Markt da drunter? Wäre ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ja. Das sind so kleine Dinge. So. Und wir sind in der Outperformance aber auch schon lange gelaufen für den Technologiebereich. Man sieht das ja hier auch. Wir haben frisch angefangen. Und ich zeige euch mal, wie lange so eine Outperformance-Phase auch anhängt. Ihr habt ja gesagt, blauer Bereich ist Outperformance-Bereich. Ist für Trend Long gut. Und nun schaut euch an, da kann man sagen, hat was angefangen. Wir wollen es jetzt nicht auf den Punkt so machen und bis dahin, so, bis dahin ging das. So, in dem Bereich muss ich aus Korrekturen heraus versuchen, in den Markt zu kommen. Natürlich auch da oben, ne? Also, wo sind Korrekturen? Da mit positiven Bars, Umkehrstab. Da unten ist keiner. Nicht immer bekommt man das. Man kommt nicht immer einen tollen, da ist eine Korrektur mit dem mit einem Powerbar. Die entsprechenden Situationen, wo ich mich hinsetze, wo ich weiß, dass der Gesamtmarkt oder die Benchmark, in dem Fall Technologie, in dieselbe Richtung läuft, wie ich die Aktie haben will. Und wenn ich dann die beste Aktie aussuche, dann habe ich eine gute Chance, dass ich mit dem Ding mitschwimme. So bekomme ich einen guten Überblick. Und das könnt ihr auch. Also das kann man mit jeder Chartsoftware. Klar, den Indikator hat nicht jede Chartsoftware. Den habe ich mir mit Markus zusammen, sagen wir mal, realisiert. Ist ein bisschen aufwendiger. Aber von der Logik her kann man auch ganz einfach vorgehen und sagen, ich mache mir eine Monatsperformance. Da gibt es auch Auswertungen bei verschiedenen Portalen. In dem Fall auch bei Margina Trader kann ich sagen, wie viel Prozent hat dein Öl in den letzten Monat zurückgelegt oder in der Woche oder am Tag? Also entscheidend ist eigentlich mehr Woche und Monat. Und dass ich dann nicht in dem Bereich jetzt unbedingt long sein muss, die hier unten irgendwie rumschwören, wie Utilities, die im Monat jetzt in 4 Wochen, jetzt nicht Mai und Juni oder so, sondern letztendlich 20 Handelstage schlecht waren im Utilities-Bereich, ist doch klar, dass ich jetzt hier mir nicht einen Long-Trade aussuche, sondern dass Positionen auf dem Short-Bereich sinnvoller sind, ja, nach dem gleichen Motto,
Der Markt ist hier negativ. Ihr seht, er ist hier schwarz. Er hat keine Outperformance. Ja. Hier hat das mal versucht, ein Outperformer zu werden, hat es nicht gehalten. Ja, da gibt es auch Fehltrades. Aber den würde ich mir für einen Outperformance gar nicht suchen, weil in der Phase gab es ja schon andere Bereiche, die viel mehr performt haben. Ja. Und hier bin ich eher im Short-Bereich unterwegs als im Long-Bereich. Oder ganz weglassen den Bereich. Der fällt halt einfach weg aus dem Blickfeld. Schränkt dieses Riesen-Aktien-Universum enorm ein und erleichtert euch einfach das strukturierte Vorgehen. Ja. Also weiß nicht, wie man nach 8.000 Aktien durchscannt und so weiter, ist extrem schwierig. So, schauen wir mal weiter auf die Märkte. Das ist jetzt 13 Minuten, dann schauen wir mal. Hier ist der Weltindex. Das ist so die Benchmark, die ich so nehme dafür. Das ist ein ETF. Der bildet es ab. Ihr seht, das ist so ein bisschen seitwärts. Und da ist es schon spannend, auf dem richtigen Markt zu sein, weil wenn man langfristig hier investiert ist, dann reitet man hier schon seit einem Jahr in einer Seitwärtsphase durch die Gegend. Spannender war es ja eher da. Aber das kann man auch nicht immer voraussehen, wie gesagt, aber strukturiert vorzugehen ist wichtig. Nasdaq, schauen wir uns an. Zack. Auch hier im Nasdaq-Bereich sieht man, der amerikanische Markt war eine Zeit lang wesentlich schwächer als der deutsche. Da war ich mehr im deutschen Markt unterwegs. Sieht man hier die Underperformance, die er hier im Endeffekt hingelegt hat. Und ab hier gab es dann eigentlich nur noch einen Hinweis. Aha, es gibt eine Outperformance, das ist genau bis hier. Und wenn ihr das euch anschaut, kriegt man einen guten Hinweis, dass die Outperformance zu Ende ist. Und zwar ungefähr ne, da. So, jetzt gehe ich nicht raus, wenn das hier kurz mal drunter geht oder in zwei, drei Tage noch nachläuft. Aber ich schaue mir das an, was passiert denn da? Ist das Volumen an einem Hoch jetzt irgendwie ein bisschen negativ? Ja? Hier haben wir ein erhöhtes Volumen, das trifft genau auf diesen Tag zu. Umkehrstab oben bei erhöhtem Volumen und unterschreiten. Was passiert im Nachgang? Das suche ich mir jetzt nicht aus, ich gucke es mir live jetzt hier an. Dann habe ich hier noch das erhöhte Volumen an dem Tag. So, und dann läuft der Markt nochmal genau daran zurück, schafft es nicht und geht weiter runter, liegt unterm 20er, bleibt schwächer. So, und hier haben wir dann seitdem auch eine Underperformance, die jetzt dreht zur Outperformance. Und jetzt muss ich natürlich wieder kausal denken, wo befinde ich mich im Markt? Muss ich jetzt hier draufsetzen. Das kann sich weiterentwickeln, ja, weil das die Korrektur im Endeffekt war. Aber ich habe natürlich auch weniger Potenzial, weil hier oben hat der Markt ja schon reagiert. Das heißt, ich warte eine Korrektur ab, kann es dann probieren, aber ich muss mich den Gegebenheiten dann hingeben. Wenn das hier oben zu Ende ist, ist es halt zu Ende. Ja. Das heißt, ich würde nicht ein volles Risiko fahren. Der Markt sieht nicht so toll aus wie hier auf der linken Seite, wo er schön trendbasiert ist und so weiter. Vielleicht kommt hier ein bisschen Ruhe rein. Ja, hier haben wir erhöhtes Volumen, extrem hohes Volumen bei diesen beiden Kerzen. Das ist einmal das Hoch hier oben und da ist er gerade. Wenn er da drunter sackt, dann wird es beim nächsten Mal, wenn es wieder da anläuft, wieder schwierig werden. Also von daher ist es nicht ganz einfach, aber bedeutet für mich gerade Finger weg von der Nasdaq. Ja. Communication. Habe ich ja, das haben ja auch viele gesagt, schaut euch den Markt an, ne, waren schon bei vielen Webinaren davor, ab diesem Zeitpunkt war der in der Outperformance, das ist hier blau der Bereich quasi für die Leute, die dazugekommen sind, bis dorthin war der im Outperformance-Bereich. Ja, dann hat man nochmal einen Move gehabt und jetzt ist eigentlich Feierabend. Ist noch im Trendbereich drin, ist alles super, aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass es so weitergeht. Ja, und deswegen muss ich in dem Fall die Korrektur abwarten. Wo kann es hinlaufen? Ja klar, hier unten ist die Unterstützung, aber wenn das nicht hält, dann muss hier ein schönes hohes Volumen sein, dass das unterstützt. Das sehe ich hier nicht, sondern ich sehe das erhöhte Volumen. Das seht ihr auch an dieser Kerze und zwar da oben drüber wieder. Da, das ist die Volumenkerze. Da oben ist es hoch. Wo ist der Markt umgekehrt? Da. So, dann haben wir hier noch eine bisschen erhöhte Volumenkerze, das ist die. Auch da wird es zu Problemen kommen. Muss ich jetzt hier reinsteigen? Würde ich das mit der vollen Position, ist es die gleiche Situation wie hier? Nein, ist es nicht. Ja, also ich hoffe, ihr kriegt es langsam den Zusammenhang mit. Ich kriege keine Fragen. Ihr könnt bitte Fragen bei Fragen reinstellen. Vielleicht seid ihr schon eingeschlafen alle. Gold. Schauen wir uns mal Gold Future an. Das ist der Micro Gold.
Beim Gold ist doch genau das Gleiche. Wir haben hier eine Unterstützungszone gehabt, die zweimal angelaufen wurde. Ja, beim Gold war es ziemlich klar und super zu sehen, dass man da was probieren kann. Und zwar, das ist zum Beispiel eine Counter-Trend-Strategie, weil die quasi lange dynamisch in die eine Richtung geht und damit die Initiierung setzt für eine negative Performance, also eine Underperformance theoretisch. Ja. Dass zu einer Korrektur kommt, Entschuldigung, und einen Schluck trinken und dann sich theoretisch so fortsetzt, was man ja vorher nicht weiß, ja, oder da oben und dann weiter runter geht. Aber das ist ja halt dieses Umkehrsignal, wo es aus dem Bollinger Band rausgeht, wo das Volumen etwas höher wird, wenn er wieder ansteigt und dann kann man sowas probieren. Aber hier am 20er reagiert er sehr oft. Ja, sieht ja hier auch. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich bis da oben mit dabei geblieben bin, sondern ich bin mit einem Teilverkauf hier wieder rausgegangen und habe eine Minimalposition im Xetra Gold letztendlich gehalten. So, und jetzt bei dieser Situation sehen wir, oh, ein kleines erhöhtes Volumen an so einer Kerze, an so einem Widerstandsbereich, auch wenn hier keine rote Linie ist, sehe ich das ja trotzdem, dass der Markt hier bei 1985 reagiert. Da kann ich jetzt nicht erwarten, dass es hier durchgeht wie Butter. Ich kann die Gewinne wieder weg abgeben, wenn ich hier rein bin, über dem Hoch dieser Kerze, meinetwegen. Dann kann ich das einfach wieder aussitzen, aber das mache ich nicht. Also daher warte ich lieber ab, bis der Markt wieder zurückkommt. Was macht der denn hier am 200er? Was macht er an der Unterstützung? Wann gibt er wieder ein positives Signal? Und dann kann ich vielleicht damit rechnen, dass der Markt den 220er schafft. Ja, aber im Moment habe ich doch jetzt in einem Long-Bereich nichts zu tun und Short werde ich jetzt auf Gold nicht setzen, weil hier mir zu viele Unterstützungslevels hier sind. Ja. S&P, mal sehen, wie der aussieht, auch nicht wirklich positiv, oder? Wo habe ich hier ein Volumen, was interessant ist? Also wie gesagt, bei den Futures da sticht das nicht immer so sehr raus. Den Tag würde ich mal nehmen. Gucken wir mal, was das oben für eine Kerze ist. Dann können wir die mal einzeichnen. So, das ist diese Kerze. Die hat dann hoch. Der Markt hat dann gedreht. Das heißt, es wäre ein lokaler Hochpunkt. Ja, und er hat das Tief der Kerze unterschnitten. Das ist auch okay. Aber das Wichtige ist, dieser Bereich bleibt, wenn der Markt da hochläuft, ein Widerstandsbereich. Bedeutet für mich, dass ich dort nicht jetzt unbedingt neue Positionen aufgemacht habe. Ja, wenn ich die aufgemacht habe, da sind wir auch nicht im Trend-Long-Bereich unterwegs gewesen hier, sondern eher auf den Umkehr, das ist hier das Signal, es ist Counter-Trend, weil es ja gegen den Trend geht. Wir haben die dynamische Bewegung hier runter, Korrektur und das war eigentlich die Fortsetzung, die jeder gedacht hat, mit dieser extremen Volatilitätskerze an diesem Tag. Hat sich aber in dem Sinne nicht bewahrheitet. Das funktioniert auch nicht immer. Aber für den Counter-Trend-Bereich war das halt das Niveau, wo man sagen kann, okay, ich kann hier mich versuchen, kurzfristig reinzugehen und war dann bei der zweiten Position nicht mehr dabei. Also ich bin hier schon weg. Das war mir hier zu heikel. Und hier hat der Markt mir auch keine Powerkerze signalisiert. Er ist hier. Was ist eine Powerkerze? Und da muss man wissen, wo kann es aufhören? Hier hätte ich mit gerechnet, dass es stehen bleibt. Blieb ein bisschen später stehen, das heißt kausales Denken, wenn man das macht, das Risiko erkennen, ja, das kann auch hier drehen, dann mache ich doch lieber weniger in der Positionsgröße. Und da wäre mir schon sehr geholfen oder bei euch sehr geholfen, wenn ihr das erkennt und sagt, nee, also ich mache es nicht mit dem entsprechenden Risiko. Ja, ganz wichtig. So, dann schauen wir beim Silber. Ja, das ist auch abgestraft worden. Ne? Beim Silber sehe ich gar keine positiven Kerzen hier. Da ist auch noch nicht Feierabend. Beim Silber, wo können wir da mal schauen? Hier bei 22,45, wenn es runtergeht. Und wo könnte es dann zu einer Reaktion können? Wieder am 20er und 200er. Das heißt, wenn wir hier runterfallen, dann wird es hier auch wieder eng. Ja. Branche. Na komm, zack. Financial. Auch hier ist es, glaube ich, gerade ein bisschen ausgereizt. Wir sind in der Korrektur. Hier war eine starke Kerze. Ja, wie viel Potenzial habe ich hier? Ja, nicht so viel, weil Widerstand über mir drüber. Würde ich auf eine Korrektur eher noch setzen? Wohin? Dass es noch schön bleibt, sage ich mal. Wo haben wir ein erhöhtes Volumen? Ja, ist jetzt hier nicht wirklich toll erhöht.
Da ist eine Kerze, aber guckt hin. Volumen, die Kerze, da. Scheitert genau das Gleiche. Das heißt, ich muss eigentlich warten, bis der Markt wieder zurückkommt und befinde mich dann weit, weit weg von einer Trend-Long-Situation. Das müsste ein Counter-Trend sein. Das heißt, ich möchte dann wirklich sehen, dass der Markt vielleicht mal ein bisschen exzessiver runtergeht, rausgeht und weiter unter dem Bollinger Band bei erhöhtem Volumen auf so eine Unterstützung reagiert. Da sind wir jetzt weg. Also momentan nicht schön. Das Volumen wird mir dann zeigen, wo der Markt dann reagiert und ob ich dann entweder noch in die Trend-Long-Richtung kurzfristig gehe. Bleibe ich aber möglichst in den Branchen, die weit oben sind vom Ranking, je schwächer ich jetzt werde, desto heikler wird's. Also hier brauche ich gar nichts probieren. Financial Sektor ist hier schwierig, weil wir sehr viel Widerstandsbereiche haben. Haben wir hier noch? Gesundheit ist auch, also da sind wir einmal gescheitert, zweimal gescheitert, dreimal gescheitert. Wir landen jetzt hier unten bei erhöhtem Volumen so ein bisschen. Ja. Hier unten ist richtig hohes Volumen, das heißt, wir gehen wir noch ein richtiges Ende tiefer. Hier haben wir auch ein erhöhtes Volumen an diesem Tief. Ja, muss ich jetzt hier long gehen? Nein, der 200er liegt über dieser Branche eher seitwärts. Nichts, was ich jetzt im Healthcare-Bereich mache. Das heißt, alles, was ich eher im Long-Bereich mache, spielt sich eher hier oben an, ab Technologie, Energie, Ölbereich, aber abwarten, bis die Korrektur zu Ende ist. Schauen wir mal den DAX noch an. Ich muss mich ein bisschen beeilen, 2 Minuten noch. Ja, diese Linien sind Volumenlinien, die ich einfach mal eingezeichnet habe und Intraday-Eröffnungskurse und so weiter und so fort. Darf euch jetzt brauche ich nicht interessieren. Interessant ist der Chart. Hier liegt einfach zu viel im Mittelpunkt. Wir sind auch Underperformer. Man sieht das hier in den Grauen. Ich muss jetzt im DAX gar nichts machen auf der Long-Bereich-Seite. MDAX. Schaut euch den MDAX an für die kleinen Aktien. Kein Stress und kein Zeitdruck von meinerseits, ne? Ah, okay. Na gut, dann kann ich das ja in Ruhe hier zu Ende bringen. Die paar Minuten habe ich dann auch noch. Danke, Nils. Definitiv. So, hier haben wir den 200er, der ja auch immer schön als Base dient. Man sieht, wie hier die Kurse auch ab, sag ich mal, prallen und auch reagieren. Daran sind wir gerade. Nach oben hin sind wir aber auch nicht weit gelaufen. Auch hier haben wir hohes Volumen an ja, diesem Tag hier am 31. August. Schauen wir uns den mal an, die Kerze, die ist da oben. Da ging es ein bisschen tiefer. Der Markt ging dann nicht drüber. Gehen wieder runter. Bedeutet, wenn ich jetzt hier oben versuche, long zu gehen, wäre das nicht gescheit. Das wäre nicht so super. Ja, Widerstandsbereich zu sagen, weg, die Finger weg. Wenn man da Fehler macht und es nicht sieht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier unbedingt rein, dann ist es wenigstens ein bisschen wichtig mitzunehmen, zu sagen, okay, dann schaue ich mir die Branche an, die im deutschen Markt hoch ist, hoch gut gelaufen ist und versuche die dann dort die besten Aktien zu handeln, dann ist der Verlust oder sage ich mal die Schmäh, die man dann vielleicht erleidet, nicht so hoch. Also auch dieses kausale Denken, ich Finger weg, für mich nichts, wo ich jetzt rein muss und hat heute auch keine Stärke gezeigt, deswegen überhaupt nichts, was da zu machen ist. SDAX ist auch einer meiner Lieblingsindizes, aber die zeigen sich jetzt auch nicht von der besten Seite. Hier gab es mal einen Gap in dem Bereich. Wir sind auch Underperformer. Hier ist nichts, was mich da irgendwie hinzieht im Moment. Man sieht, was passiert, wenn man im Outperformer-Bereich ist. Es macht durchaus Sinn, sich dort eine Vorfilterung durchzuführen. Dann sieht man, hier ist der blaue Bereich bis da. Auch hier kann ich in Korrekturen versuchen, eine Bewegung mitzunehmen. Das sind nicht immer exorbitante Bewegungen, aber die Phase war wesentlich lukrativer als das, was jetzt hier gefolgt ist. Ja. Dow Jones haben wir hier noch im Start. Sieht auch nicht wirklich besser aus. Ja? Wir sind in einer Korrektur, das ist schön, aber sind wir jetzt an einem Punkt, wo eine Umkehr war? Also rein unterstützungsmäßig, ohne dass hier ein Balken einzeichnet, seht ihr selbst. Hier ist ein Bereich, da ist ein Bereich. Jetzt immer nicht auf den Punkt genau sehen. Wir sind da ein bisschen drüber. Kann das hier passieren? Hier ist ja schon ein bisschen, ja. Hat da ein bisschen reagiert, runter, wieder hoch. Aber ist das jetzt eine starke Kerze? Nein, muss ich jetzt nicht handeln. Ich warte, bis er runterkommt weiter und hier eine entsprechende Reaktion zeigt.
um dann zu sehen, ob da wieder eine Aufwärtsbewegung stattfindet, ob die jetzt hier zu Ende ist, so wie hier. Ja, es kann genau so passieren, es kann auch so passieren. Ich habe keine Glaskugel, weiß es nicht, aber ich kann danach handeln. So, Industrie. Ja, auch hier, ich mache mal ein bisschen sauber den Chart. Bin ich in der Korrektur, die kommt in eine schöne Phase, kann man auf jeden Fall sagen, wo ich auf einer Unterstützung bin. Hat noch nicht reagiert, ist noch gar nichts passiert. Muss ich einfach noch 2, 3 Tage vielleicht warten, bis der entsprechende Vorgang letztendlich mit einer Powerkerze stattfindet. TecDAX, einer, das ist wirklich mein Lieblingsindex, ich handle sehr, sehr gerne TecDAX-Aktien. Diese 30 Aktien, da kann man sich sehr gut spezialisieren drauf. Ist vorbei. Also dann, wo man dabei war bei TecDAX-Aktien, war diese Phase als Umkehr, ja, Unterstützungsbereich, stark abverkauft, eine Umkehrkerze, ein bisschen starke Kerze, hier Screening, da schon Teilverkäufe gemacht im DAX, im Bechtle zum Beispiel, wird dann gesehen, okay, läuft in den Widerstandsbereich hinein, hat hier ein hohes Volumen, ja, damit auch hier mal so eine gestrichelte Linie rein, dann sieht man, okay, es massiert sich hier das hohe Volumen, wird abverkauft, Stopp angezogen, Bächle raus. So einfach ist das. Das muss ich einfach warten. Interessant wird es natürlich wieder hier in der Zone. So, dann haben wir Basic Materials noch in Amerika. Auch hier sehen wir nichts Neues, bringt uns das. Auch hier haben wir keine Stärke. Wir müssen noch vielleicht 1, 2 Tage tiefer gehen. Da muss etwas passieren. Und dann ist man ja schon weit weg, weil der Markt wird ja nicht unbedingt Outperformer, wenn er tiefer wird, sondern er wird ja Underperformer. Das heißt, es schützt uns im Endeffekt davor. Wir bleiben eher im Energiebereich verhaftet. Ja, aber ich zeige es euch jetzt nur einfach, damit ihr auch diese Charts noch seht. Interessant war, eine Zeit lang der, ja, auf jeden Fall der Russell, auch der hat sich ziemlich verausgabt, ist wieder zurückgekommen auf diesen Unterstützungsbereich, hat hier so eine Powerkerze dargestellt, war dann sehr unheimlich, hier noch eine Powerkerze, auch dann Aktien aus der zweiten Reihe in Amerika waren gut und die liefen fast bis da oben ran, das heißt jetzt zu erwarten, dass der Markt hier durchgeht wie Butter, schwierig. Was macht der jetzt hier? Russell würde ich auf jeden Fall in zweiter Reihe auch noch mit auf dem Schirm haben, was da passiert. Ja, wird interessant die nächsten Tage. Real Estate, Immobilien, da ist er. Auch die Luft raus, auch das wird interessant werden. Ja, hängt ja mit den Zinsen zusammen. Wenn die jetzt aufhören, ja, vielleicht noch moderate Zinsen erhöhen, dann sehen die vielleicht auch mal wieder ein bisschen Luft, nachdem sie hier so ein bisschen landuntergeraten sind, die Immobilienaktien. Wäre doch interessant, das zu verfolgen. Was macht der Markt hier? Ja, und dann sich vielleicht 1, 2 Immobilienaktien reinzupacken, die vielleicht noch eine Dividende zahlen können. Steht bei mir auf jeden Fall auf der Watchlist dann. Ja. Das hatten wir schon, XLP, was ist das? XLP ist Consumer Staples. Auch hier sind wir recht abgestraft worden an der Unterstützung. Auch hier gab es noch keine Stärke zu sehen. Da würde ich beim Real Estate würde ich mich da wesentlich wohler fühlen als im Konsumbereich. Hier haben wir die Anleihen. Anleihen, also ETF letztendlich auf Anleihen. Wenn die Zinsen letztendlich gesenkt werden, dann steigt dieser Wert letztendlich. Und da Sie gesagt haben, na, wir werden das noch ein bisschen erhöhen, fallen die Kurse der Anleihen, wenn natürlich die Renditen weiter, sage ich mal, an Zinsen angehoben werden, fallen die Preise der Anleihen. Das heißt, wir müssten hier eventuell mal schauen, was passiert. Das ist auch interessant. Und dann haben wir Utilities, das war der Ausverkauf und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Da sehen wir, okay, bei schlechten Aktien muss man jetzt noch nicht zugreifen. Wir sind stark ausverkauft bei erhöhten Volumen. Bleibt interessant, ob Utilities kurzfristig dreht, aber das für einen Countertrend, wo man halt, sage ich mal, noch ein paar Erfahrungen mehr braucht. Aber das mal als Hinweis, würde ich sagen, vielleicht bis in diesem Bereich. Mal gucken, ob der heute noch grün wird. Dann gibt es vielleicht die ein oder andere starke Utility-Aktie, die ich dann mir, sage ich mal, ins Depot packe, kurzfristig bei enger Absicherung. So,
Das war es soweit. Ich kann euch den Registrierungslink einfach mal in den Chat schreiben. Da könnt ihr euch registrieren, wie gesagt, ohne Kontonummer und so weiter. Den nochmal kurz raussuchen. Moment, da kommt er gleich. Und ihr könnt mich natürlich auch immer wieder gerne anschreiben. So, da kommt er. Chat. So, da ist der Link. Und wenn nicht, könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben. Ihr könnt euch eine persönliche Zoom-Sitzung bei mir buchen. Das ist kostenlos. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie ich das handhabe mit dem Trade-Scanner zum Beispiel, der kann das gerne tun. Und zwar, da kommt es nochmal rein. So, cb@tradercoach.de. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und nächstes Mal bitte mehr Fragen stellen, auch wenn ihr so super zugehört habt. Wir hören uns auf jeden Fall in 4 Wochen wieder. Ich freue mich und vielleicht sehen wir den einen oder anderen gerne persönlich auf der World of Trading in Frankfurt. Wie gesagt, am Freitag bin ich dort und ihr findet mich dort. Ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ansonsten seht ihr mich bestimmt bei FX Flat am Stand. Von daher freue ich mich. Bis dahin, macht's gut, passt auf eure Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Carsten. Du hast alles gesagt. Ich wünsche auch ebenfalls einen schönen Abend. Ja, vielleicht bis zur WOT oder eben hier wieder mit Carsten am 4. Oktober. Also bis dahin, alles Gute, passen auf Ihre Positionen auf und eine erfolgreiche Woche. Ciao, ciao. Ciao.